Lieber Klaus Albertani, sehr geehrte Damen und Herren, ich wusste, dass der Tag kommen wird, an dem die Räumlichkeiten des steirischen PZÖ zu klein sein werden für eine Pressekonferenz. Es freut mich, dass Sie eingetroffen sind. Es war eine ruhige Nacht, so 8 Stunden Parteiobmann ohne Messer im Rücken. Das ist schon etwas, wenn man sich die Vergangenheit vor allem der letzten 5 Tage so ansieht und was so alles an medialer Selbstzerfleischung über die Medien gelaufen ist, also darüber freue ich mich. Es ist nichts zu beschönigen, das sage ich auch gleich beim Beginn, dass PZÖ in dem, was es heute auch personell es ausmacht, beginnt bei der Stunde Null. So ist es, nicht zuletzt durch das Wahlergebnis vom vorigen Sonntag. Die Situation ist daher schwierig, aber, und ich bin jetzt kein Berufsoptimist, aber durchaus ein Mensch, der immer wieder versucht, auch in die Zukunft zu blicken, eine große Chance, ein neues Wahlbündnis für die Österreicherinnen und Österreicher zu schließen. Die Nationalratswahl und hier insbesondere der Erfolg von Wahlplattformen, die sich kürzlich innerhalb von einem Jahr gegründet haben, dieser Erfolg hat gezeigt, dass die Wählerinnen und Wähler in Österreich zu Altparteien, egal woher sie kommen, keinerlei Bindung mehr haben und dass offene Wahlplattformen, offene Wahlbündnisse in Österreich durchaus Zuspruch haben und auch Erfolg haben. Mit aller Konsequenz, und das habe ich auch gestern eingeleitet, weil ich kein Weichei bin, mit aller Konsequenz ist daher unser oranges Bündnis gemäß auch dem Gründungsgedanken aus dem Jahr 2005 mit einer rechtsliberalen bürgerlichen Grundidee neu auszurichten. Wir haben nichts mehr zu verlieren, das sage ich auch, sondern wir haben zu dieser Stunde eigentlich nur mehr zu gewinnen und wir versuchen es. Das Problem des PZÖ ist, dass es 8 Jahre jung ist, aber in die Mechanismen von verstaubten Altparteien verfallen ist. Wir haben uns die letzten 8 Jahre in unserem Bemühen, Strukturen aufzubauen, Obleute, Finanzreferenten, Linksfinanzreferenten, Rechtsfinanzreferenten, Unterschriftführer, alles drum und dran, uns den Mechanismen der Altparteien bedient und haben eigentlich vergessen, dass das genau jene Rituale der 70er Jahre sind, der Altparteien, die wir eigentlich so sehr abgelehnt haben. Daher ist es für uns interessant, aus den Fehlern der vergangenen 8 Jahre durchaus zu lernen und es in den nächsten Jahren, Monaten und Tagen besser zu machen. Warum? Weil ich glaube, dass sich die Chance für eine Bewährung des PZÖ als neue Kraft nach einem umfassenden Neubeginn auch personell schneller bieten wird, als es den Parteien in Österreich lieb ist. Ich habe heute die Vorbereitungen getroffen in der Früh für ein Antreten bei der EU-Wahl. Wir werden bei der EU-Wahl antreten. Ich werde die nächsten Wochen alle personellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür treffen, dass wir ein starkes Bollwerk auch gegen die Verschwendungspolitik auf europäischer Ebene sind, gegen die Geldverschwendung wie der Griechenlandhilfe und einer Eurokrise, für die die Menschen in unserem Land kein Verständnis mehr haben. Ich glaube auch, dass nationale Wahlen schneller auf uns zukommen werden und ich erhoffe es mir auch. Ich erhoffe es mir auch. Es ist ein Wunsch von mir, dass nationale Wahlen schneller auf uns zukommen werden, als wir es glauben. Denn eine neuerliche große Koalition zwischen SPÖ und ÖVP hat bereits bei ihrer Angelobung den Auflösungsvirus in sich. Und wenn ich mir ansehe, was das Team Stronach, das immerhin 5,6% bei den Wahlen geschafft hat, jetzt aufführt, dann prognostiziere ich, dass ehe der Asteroid aus Kanada wieder zurückkehrt, sein Haus lichterloh in Flammen steht, beziehungsweise von diesem Wahlbündnis nicht mehr viel übrig ist. Auch die Neos werden aufgrund der unterschiedlichen Eitelkeiten ihrer einzelnen Proponenten noch Schiffbruch erleiden und auch die FPÖ wird jene Hoffnungen, die sie bei der Wahl geweckt haben, nicht erfüllen können, wenn sie auf Blockadeopposition weiterhin beharrt und nicht das umzusetzen versucht, was sie im Wahlkampf durchaus zu Recht kritisiert hat. Ich bedanke mich aber am heutigen Tag auch ausdrücklich einmal mehr bei Josef Bucher. Er hat das PZÖ sehr gut geführt, er hat es auch wirtschaftlich sehr gut geführt. Er ist ein aufrichtiger Mensch, ein integrer Mensch, ein ehrlicher Mensch und hat sich ein Scherbengericht
wie in den vergangenen Tagen von einigen Personen, die ich namentlich ja nicht erwähnen muss, nicht verdient. Sein großer Verdienst auch für das BZÖ ist es, dass er das BZÖ in einer schwierigen Situation nach dem Tod von Jörg Haider übernommen hat und das BZÖ auch mit neuen, wichtigen Inhalten gefüllt hat. Er hat dem BZÖ eine rechtsliberale Ausrichtung gegeben, eine bürgerliche Ausrichtung gegeben. Er hat ein Parteiprogramm vorgelegt, das mit 100% beschlossen worden ist. Und diesen Weg werde ich ohne Wenn und Aber kompromisslos fortsetzen und denke auch nicht daran, am Inhalt irgendetwas zu ändern. Denn wer neu sein will, wer einen Neubeginn wagen will, der muss auch genau mit diesen Themen einer modernen Mitte punkten können und auch darauf eine Wahlplattform bilden. Wir haben alle unsere Beschlüsse im gestrigen Parteivorstand, was meine Designierung und Einsetzung zum geschäftsführenden Bündnisobmann betrifft, aber auch beide Ausschlüsse, die ich selbst beantragt habe, in großer Einigkeit getroffen. Ich bin froh und dankbar, dass prominente Mitstreiter hinter diesen Beschlüssen stehen, wie Ursula Haubner, die Schwester des verstorbenen Gründers, wie Peter Westenthaler, wie Herbert Scheibner, wie die Landesobleute, die diese Beschlüsse allesamt unterstützt haben. Was die Situation in Kärnten betrifft, Sie wissen, wir haben in Kärnten wurde die letzten Wochen eine Auseinandersetzung mit zwei Landtagsabgeordneten geführt, mit Magister Johanna Troth-Limpel und Willi Korak, habe ich mit beiden Kontakt aufgenommen und werde am Montag mit den Kärntner Freunden, mit unseren Kämpfern im Kärntner Landtag eine gemeinsame Lösung finden, indem wir auch die leidige Vergangenheit abschließen können. Beiden bin ich für ihre Bereitschaft zum Gespräch sehr dankbar. Ich schließe aber keine Kompromisse, und das ist gestern erkennbar geworden und ich versuche es auch heute Ihnen noch einmal zu erklären, mit Personen, welche die Politik für ihre manischen Eitelkeitsneurosen missbrauchen und Kraft ihrer Persönlichkeit gemeinschaftliche Disziplin und auch Teamgeist nicht leben können und das auch die letzten Jahre eindrucksvoll Ihnen gegenüber in den Medien bewiesen haben. Ich befreie auch die Medienlandschaft von solchen Lächerlichkeiten. Ich hoffe, Sie sind mir dafür irgendwann einmal dankbar, dass wir nicht mehr die Politik über Flügelschuhe und über weinerliche Nebenwitwen etc. diskutieren müssen, sondern dass wir über Inhalte diskutieren. Ich befreie das Bündnis daher auch von jenen Kreisen, welche mit den Machtmechanismen der Vergangenheit, vor allem was Neid, Intrige und Missgunst betrifft, ihr Fortkommen gesucht haben. Ich sage ganz ehrlich, ich lasse mich nicht quälen und umbringen wie Susanne Ries-Basser im Jahr 2002. Ich lasse mich nicht quälen wie Ursula Haubner und Jörg Haider im Jahr 2005, die wegen einer gewissen Person eine neue Partei gründen mussten. Und ich bin auch nicht so dumm wie Heinz-Christian Strache, der sich von dieser Person 2 Jahre auf den Schädel scheißen ließ, um es auch volkstümlich gesagt auszudrücken. Und ich bin auch nicht bereit, jene Kompromisse zu suchen, die Josef Bucher über 5 Jahre lang in großer Güte mühsam versucht hat, mit Persönlichkeiten zu finden, mit denen man keine Kompromisse schließen kann. Daher habe ich gestern den Beschluss gefasst, wer das BZÖ in seinem Auftreten und in seinen Äußerungen schädigt und schändert, hat in diesem Bündnis nichts mehr verloren. Und ich bin froh, dass auch diese Anträge mit großer Mehrheit durchgegangen sind. Am 19. Oktober, Samstag, den 19. Oktober, wird in Oberösterreich ein Bundeskonvent stattfinden, ein außerordentlicher Bundeskonvent, wo ich bis dorthin die personelle Neuaufstellung des BZÖ abgeschlossen haben will. Ich werde auch, was das Personelle betrifft, zeigen, dass wir eine junge, eine dynamische Bewegung sein wollen, dass wir einen Neubeginn wagen wollen, dass wir hier versuchen, sowohl mit erfahrenen Kräften als auch mit viel mehr, und das sage ich, neuen Kräften, auch jene Bereiche zu erobern, die wir in den letzten Jahren schmählichst vernachlässigt haben. Ich denke vor allem daran, wenn wir den Anspruch als neue Partei erheben und das seit 8 Jahren als junge Partei erheben, aber nicht einmal in der Lage sind, soziale Netzwerke zu nutzen, die anderen zum Wahlerfolg verholfen hat, dann ist es nicht besonders professionell, was hier die Leistung des BZÖ die vergangenen Jahre war. Auch das will ich konsequent ändern und habe auch die personalpolitischen Weichenstellungen getroffen und werde sie auch heute in Absprache mit meinem Bundesgeschäftsführer Michael Richter hier in Graz einleiten.